Hey. Headshot. Bam. Wow. Ein Creepermann steht da dran und schaut mich an. Headshot, bitch. Tip, 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 tip. Oh, und da ist Kohle. Sehr schön. Gerade da, wo es dunkel ist. Und ich hörte ja am Pflanzen, deshalb muss ich ganz schnell machen. So, ja. So, woher bin ich gekommen? Wo geht's weiter? Toll. Es wird immer noch größer, das Labyrinth hier. Nein! Er ist runtergeflogen. Ja, und ich bin runtergeflogen. Auch. Zur Kohle. Habe ich die Kohle aufgehoben? So, komme ich da irgendwo wieder? Ah. Okay. Das war's mit der Kohle. Dann machen wir noch ein paar Cobbles weg. Und dann gehen wir nach oben. Das heißt, gehen nach oben. Wir suchen den Weg nach oben. Hahaha. Wow. Da habe ich was gesehen. Haha, da oben ist auch Kohle. Aber das wird wohl ein bisschen schwieriger. So, da ist noch ein bisschen Eisen, aber ich verkrümel mich hier mal langsam, weil ich auch bald sterben gehe, wenn das hier weitergeht, weil ich nichts zum Essen dabei habe. Da 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 da. Gell, Mario? Ja. Ach, ich stand glaub mal hier oben, hab die Spinnen gesehen. Und bin dann schlussendlich, glaube ich, von hier gekommen. Glaube ich mal. Jo, genau. Mal gucken, ob ich rausfinde. Da, 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 da. Ah ja, doch. Ja, den Stein hier, den weiß ich jetzt, wo ich bin. Hier bei der großen Höhle. Oh, hier gibt es auch noch einen unerforschten Weg. Ach, ich bin ja schon am Anfang. Haha, cool. Was passiert eigentlich, wenn ich den hier wegmache? Warten wir mal lieber ein bisschen länger, weil Lava nicht so schnell ist. Oder ich mache es mal ganz anders. So. Haben wir hier noch so eine kleine Lichtquelle, können hier aber ohne Probleme durchlaufen. So, suchen wir den Ausgang. Das hört sich gerade irgendwie an wie bei Matrix. Wo ist der nächste Ausgang? So, hier kenne ich mich wieder aus. So,
hier könnten wir, glaube ich, auch irgendwann mal dann den Gang ein bisschen vergrößern, weil das schon teils recht eng ist. So, und das ist Tag. So, hier was rein. Plopp. Und hier was rein. Und natürlich auch da was rein. Ich glaube, wir machen mal komplett nur hier erstmal Steine. Also das Eisen und so lassen wir mal. Das können wir mal hier reinlegen. Genau das gleiche wie das Gold. Das da. Ah, die Leitern brauchen wir eigentlich vorerst auch nicht. Oh, wir haben nur noch 7 Pfeile. Das ist aber nicht so gut. Gucken wir mal ganz kurz, ob irgendwo ein Huhn sich versteckt. Oh, es wird eh langsam dunkel. Aha, toll. So. Es wird ja langsam was. Sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Okay. Ja, ansonsten, was gibt es jetzt noch groß zu machen? Steine habe ich ja jetzt keine. Das so. Mal gucken, wie viel kann man noch machen. Ja, also 4 Stacks können wir ganz sicher noch machen. Oh, und ich gehe gleich drauf. Ja, wir haben groß gar nichts außer so ein Raw-Dings und Raw-Chicken. Ja, essen wir das halt mal kurz. Was ich mir auch schon überlegt habe, es gibt doch so, so Falltüren. Dass wir hier so eine Falltüre machen, nicht dass wir dann irgendwann oben rumrennen und dann plötzlich runterfallen. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie die geht. Keine Ahnung, ja, das sind Wooden Slabs. Ja, toll. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, ob man da... Oh, okay. Ob man da irgendwie nur Holz braucht oder... Keine Ahnung. Irgendwie so vielleicht so wie eine Türe, nur so schräg. Haha, Trapdoor. Sogar 2 Stück gleich. Okay. Eigentlich brauche ich nur eine. Ich meine, hier bei der Leiter kann man ja groß nicht runterfallen. Da ist man dann gleich an der Leiter eigentlich. Habe ich mir so gedacht, dass ich halt im oberen Bereich eine mache, im unteren eigentlich nicht, oder? Ja, eigentlich könnte man eine hinmachen, aber offen lassen. So, aber das sieht eigentlich auch nicht so schön aus. Wenn wir die irgendwie nach oben machen. Ich glaube, ich weiß sogar auch schon wie. Hab aber, glaube ich, das Problem, dass wenn ich den wegmache, geht auch die Türe weg. Das finde ich jetzt nicht so schön und ja, bringt eigentlich gar nichts, hier einen Stein hinzumachen. Haha. Ja. Mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas hinbauen kann, was dann hier zur Einrichtung passt. Ach, wir könnten ja sogar noch die Erde wegmachen. Da muss ich mir noch was überlegen, ob wir da was schön einfügen könnten, dass die Trap da nicht so komisch in dem Loch versteckt ist.
So. Dip, 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 dip. Okay. Aber das Tolle ist, sobald wir hier runterspringen, muss es ja auf sein. Und wenn wir wieder hochkommen, ist es halt wieder auf. Außer... Schaffe ich das? Yeah, das kann ich sogar ohne Crafting Table machen. Nein. Außer wir machen... Ja, wo setzen wir die jetzt hin? Setzen wir die jetzt dahin? Haha, und jetzt so... Na, von vorne ist es irgendwie am besten. Oder machen wir die mal da hinten hin, dann können wir gucken, ob wir hier vielleicht einen Stein hin machen. Oder da. Oder da. Das wäre dann auch so ein kleiner Schutz, dass man nicht hier die Leiter hochgeht und dann gleich hier wieder runterfällt. Aber dann bräuchten wir die Platte auch gar nicht mehr. Hahaha. Aber hier kann man so schön gegen die Säule laufen und so. Hui. Ja. So hui und sterben halt. Und ich glaube, ja, diesmal war es, glaube ich, mein Fehler. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu weit links. Jo. Und diesmal ist alles verteilt. Und nicht irgendwie hier in dem Brunnen gelandet. Da hat es die Teile rausgesplitzt, wie es Blut. So. Ich hoffe, ich habe ja nun wieder alles. Sollte hier eigentlich nichts verschwinden. Oh, da rennt ein Skelett rum. So, können wir was ablegen? Jo, so viel Dreck brauchen wir wohl nicht mehr. Obwohl, vielleicht ein bisschen. So, das war da. Mein Schwert. Eine Axt, die fast kaputt ist, kann man gleich eine zweite rein tun. Das da. Dip, dip, dip. So, jetzt habe ich. Ja, jetzt ist die Kohle wieder zusammen. Haha. So. Wie sieht's denn da aus? Ja, so. Ach, Glas brauchen wir eigentlich theoretisch gar nicht mehr. Da sind wir eigentlich fertig mit dem Glas. Jo, da ist aber schon... Hallo? Schon gut Stein. Oder Cleanstone halt. Ah, hallo. So. Aber bevor das hier ausgeht, tun wir mal kurz nachfüllen. Ach, und ich hätte auch gleich die Kohle nachfüllen können, ich Schlaumeier. Ah, noch eins, so. So, lalalalala. Und hier hinten noch. Plopp, plopp. Plopp. So. Dann mal gucken, wie weit das reicht. Vielleicht werden wir sogar damit fertig. Mal schauen. So, und die Tür ist zu, sehr schön. Ach ja, fällt mir gerade so auf, dadurch, dass ja jetzt hier der Stein ist. Nein! Ich wage es, wow! So, klappt doch, wenn man sich nicht blöd bewegt. So, wo ist die Trapdoor hingeflogen? Hallo? Trapdoor?